Servus und herzlich willkommen, liebe Leute von heute. Herzlich grüße ich euch zu einer neuen Runde Hearthstone. Und zwar heute im Wildmodus. Und zwar habe ich ein Deck erstellt, ein Magier-Deck. Und Magier-Deck ist auf Zauber getrimmt. Und zwar ist das die Aufgabe dieses Decks auf die Meisterduellanten Mosaki zu arbeiten und inklusive sehr viele Runden überlegen, bis wir circa 3 bis 4 starke Zauber, wo wir auf den Charakter einwirken können, haben auf der Hand und dieses natürlich dann stärken mit den kleinen Zaubern, die wir dabei haben. Wir haben auch genug Zielkarten dabei, dass wir schnellstmöglich hier an die Karten dran kommen. Meine Zielkarte für mich persönlich habe ich weggelassen und habe mich für die Zielkarten entschieden, wo beide Charaktere Karten ziehen. Manchmal ist es nützlich, selten kann es tödlich für uns sein, aber überwiegend ist es sehr nützlich. So, wie gesagt, müssen wir jede Runde überleben, bis wir genug Mana-Kristalle übrig haben, um die Kombination dann zu spielen. Also, solange wie möglich überleben, Imperator aufs Feld kriegen, eventuell die Mosaki unter erwirtschaften auf 4. Auch falls nicht, haben wir unsere Zauberlehrlinge noch, wo wir hier genug Zauber noch auf 0 Mana-Kristalle runterwirtschaften. So, das heißt also, im Große Ganze geht es ums nackte Überlegen und zum Schluss werden wir belohnt. Dann starten wir mal die Runde. Auf geht's. Auf geht's. Starten wir. Und hier ist unser Magier. Und wir starten. Ja. So, okay, such mir bitte einen Gegner aus. Da habe ich echt ein Spiel vor 42 Minuten mal getestet. Und genau dasselbe. Das war eine Shurikin. Und dieses haben wir gewonnen gehabt. So ein großes Ganze haben wir den Zauberlehrling auf der Hand. Wir haben Eisblock. Wir haben die Flammenfalle. Und die Mystikerin, die uns natürlich auch wieder eine Karte gibt, die 0 kostet. Und die 0 Karte. Wenn die 0 kostet, ist das auch so stark. Weil damit können wir auch die Musaki stärken. Ein großes Ganze könnte man das sogar auf der Hand behalten. Ja, machen wir. Wir haben dann 3 Geheimnisse und dann können wir dann auch. Und wir haben hier den ersten Schaden, den wir auf die Charakter einwirken werden, wenn es soweit ist. Aber bis dahin müssen wir uns gedulden. Nächste Runde können wir hier einen Mana-Münze spielen und schauen wir mal. Das ist auch schön. Den haben wir schon eine Kombination, weil er eingefroren wird auf der Hand und in dem Fall ziehen wir unsere nächste Eislanze, die ich behalten werde bis zum Schluss. Also hierfür haben wir noch Zeit. Das ist auch schön. Also wir haben hier schon 3 Zauber, die wir auf den Charakter einwirken können. In dem Fall spielen wir mal die Eislanze. Mit der Eislanze können wir das schön lang rausziehen. So, jetzt fehlen uns natürlich, das sind ja schon alleine 3 und 10 Schaden.
Wir haben 8. Somit spiele ich raus. Wir brauchen Karten. Das ist auch wunderbar. Wir haben 8. Das ist 9. So, jetzt fehlt uns eigentlich, fehlt uns jetzt noch die Mosaki. Wir könnten ihn und Unheilsverkünder will ich jetzt noch nicht runterspielen. Das könnte er ja behalten. Wenn ich aber 2 Karten loskriege, wäre das auch super. Oder ich mache ihm, falls ich doch den Imperator ziehe, das machen wir nicht. Ich spiele trotzdem die Karte hier und den behalte ich hier. Das ist ein geiler Grund. Geheimnisspieler selber? Vielleicht. Erhielt Angriff, nachdem euer Held angegriffen hat. Okay. Warum jetzt? Warum nicht anders? Erst mit ihm angreifen und dann den aufrufen. Hätte gereicht, weil du ja 2 Mana kriegst hast. Okay, hier haben wir schon auch einen schönen Schaden für. Er könnte den stärken. Wir gehen erstmal drauf. So, 9. Die Chancen stehen. Das war eine Motte. Das habe ich gesehen. Okay, den holen wir uns dann nach dem Spiel. So, also im Großen und Ganzen habe ich fast alles auf der Hand. Mir fehlt eigentlich nur noch die Mosaki. Das wäre mir zu schade. Das sind 9, dann wären es 10. Falls ein Charakter kommt, können wir ihn einfrieren. Wir haben auch hier die Zauberin. Wir könnten hier nochmal einen Schaden durchziehen. Wir könnten das auch lassen. Der Frostnova. Was hat denn der? 9. Ich spiele es raus. Vielleicht kriege ich doch Ziehkarten auf die Hand. Schauen wir mal. Ja. Sehr schön, alles auf ihn. Sehr schön. Wunderbar, das sind schon 3. Alles auf ihn, genau. Passt. Wobei, wenn du wirklich auf die Zauber gespielt hast, was willst du denn aufs Feld spielen? Okay. Verstehe. Der ist Sergeant. Der ist Sergeant. So, mit. Ja. Gucken wir mal, was wir kriegen. Behalten wir mal und weiter geht's. Waffe hat 5. Waffe hat 7. 7, das passt mir sehr gut. Ruft dann zufällig Diener herbei. Okay, lässt ihn auf die Hand. Mach das nochmal bitte. Okay. 8. Haben wir auch schon was. Kann ich doch den spielen und den. Aber den würde ich gern lassen. Das heißt im Großen und Ganzen. Spielen wir mal den. Und mal gucken, was wir erwischen. Oder lassen wir es? Komm, lassen wir es mal. Machen wir das so. Und geben ab. Mir fehlt eigentlich nur die Mosaki. Ich muss das so weit wie möglich. Zufällig Diener. Der ist geil. Sollte ich den kaputt machen? Noch nicht. Der ist super. Dann spielen wir noch ein paar. Das ist gut.
Wir haben zwei Zauberlehrlinge schon auf der Hand. Wollen wir mal antesten, welcher das wird? Ah, der wäre auch nicht schlecht gewesen. Okay, hätte ich vielleicht doch erst einen kaputt machen sollen. Im Großen und Ganzen wollen wir. Das ist einfach zu wenig, wenn ich das spiele. So. Come on, Mosaki. Ja, Mischung. 12 Schaden. Komm, gib sie aus. Nein. Mosaki. Okay, immer noch nicht. Okay, das machen wir jetzt nochmal. Machen wir dann. Ja, kann die immer noch, wenn es zu arg wird. Da steht, fügt allen Dienern. Ha, so gut wie erledigt. Oh ja. Lass rechnen. Ich müsste jetzt noch ein bisschen aushalten. Das heißt, ich habe 9 Karten. Aber letztendlich ist es so, dass wenn ich die spiele, das sind dann zweimal Frost, zweimal Air. Reicht das mir? Mit ihm steigere ich das nur um 1. Das wären dann 4, dann ist das 5, falsch, 4, das sind dann 4, dann nochmal 3, 4, 5, 6, 7. Passt schon. Eine Karte ziehe ich noch. Dann geht's los. Mal gucken, was ich krieg. Als 10. Karte. Ach, ist das nicht fantastisch? Habe ich die Feuer gespielt? Hat gepasst, oder? Leute, hat gepasst. Genau so. Genau so spielt man unsere Liebe. Was war das? 6. Golden 6. So, also starten wir weiter mit der zweiten Runde. So, also weiter geht's. Nach einer kleinen Pause machen wir mal weiter. 2 Siege. Passt. Also, wir haben zweimal Schurke. Hat's gut funktioniert.
So, weiter geht's. Was? Augenpriester. Die Tyrande. Tyrande. Zikade. Kleine Schadensklasse. Das ist schon mal so stark. Die zwei sind auch gut. Lassen wir mal. Die höchste Karte ist natürlich hier Taurisan. Ist die höchste Karte. 15 an Obelisk. Also machen wir doch alles, was in unserer Macht steht. Um Karten zu ziehen. So, die erste gescheite Karte haben wir schon mal auf der Hand. Die behalte ich einfach. Jetzt hier. Gut. Interessant. Ja, meint er. Soll ich ihm das stärken, bis der die Obelisk hat? Komm. Machen wir auch mal. Gucken, was er spielt. Wir haben 1, 2 Schadensklassen. Einer auf den Charakter. Einer aufs Feld. Zufällig. Wir haben was zum Festbinden. Er hat sich geheilt. Okay. Machen wir mal. Wir haben ja noch bis zur 9. Runde Zeit. Das macht er schön. Wunderbar. 7. Okay, die haben wir auch. So. Na komm. Irgendwas Starkes wirst du doch was spielen. So, momentan haben wir auch was zum Verstärken. Das ist sau stark. Jetzt bräuchte man eigentlich nur die schönen Ziehkarten, ne? Aber irgendwas muss er jetzt machen, ne? So, lieber Obelisk. Nochmal heilen, schön. So, mit Murlax wäre ich jetzt richtig zufrieden eigentlich. Das passt wunderbar. 8. Wir könnten hier einmal den runterspielen. Das ist schon die zweite Karte. Die Frostnova gefällt mir sehr gut. Den werde ich behalten. Also wir haben schadensmäßig haben wir, wenn ich ihn spiele, sperre ich meine Hand. Wenn ich ihn spiele, werde ich brauchen jetzt gleich. Ab einer gewissen Zeit, wenn ich ihn spiele, habe ich hier das. Könnten ihn aber erst spielen, wenn er hier was aufs Feld ruft. Also in dem Fall 1, 2, 3. Dachte, nun will ich zwar nicht verzichten, aber den brauche ich hier. Den brauche ich aber. Ich habe ihn ja nochmal. Ah, interessant. Okay. 9 hat er. Ich habe meinen zweiten Schaden auf der Hand. Ich habe 10. Er hat 9. Wir könnten das behalten. Wir stehen. Neun. Mhm.
So, okay, wir haben jetzt, wir sind bald so weit. Ich muss nochmal nachzählen. Ja, jetzt fehlt mir der Nuller, aber das macht nichts. Wir haben ja ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn. Und ich frage mich, ob wir haben ihn und wir haben Zauberlehrling. Und wir haben hier was zum Stärken. Stärken 28. So, 9. Wir haben Zeit. Nochmal 2. Naja, die Killermaschinen. Wir haben ihn jetzt auch noch. Das heißt 5, dann würde ich 7 runtergehen. Dann werden diese ganzen Zauber 1 kosten. Und er 1. Also wäre ich dann bei 9. Muss ich aufpassen. Passt, das ist der erste, wo fliegt. 2, 3. Soll ich das machen? So. Nächste Runde mache ich dich fertig. Ja, ich mach dich fertig jetzt. Gib mir was, Baby. Da könnte er sich gut hochheilen, ne? Jetzt habe ich aber nichts, aber ich habe ihn und ich habe ihn. Wir haben 3 Mana-Kristalle. Mit den 3 Mana-Kristalle schaffen wir das. Nur das Problem ist, wenn ich den spiele. Warum? Warte ich nicht. Ja, weil er die wieder aufruft. Das heißt, ich muss die mit diesen Karten hier stärken. Und 2, 2, 4, 4. Das ist 4. Das passt. Kleine Demonstration gefällig. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irre. Wiedersehen. Geschafft. Scabby. Golden 5. Oh, 4. Super 4. Oh, Dankeschön. Und hopp. Oh, habe ich echt eine Quest gemacht? Ich könnte auch cutten, aber das behalte ich mal. So, das war ja mal nicht schlecht. Ne? Also so ein großes Ganze, bis ich Geduld habe, kann man mal ein Spiel verlieren oder 2. Aber dafür kann man auch gut was halt herausholen. Also momentan habe ich keinen verloren. Nö, das war's nicht. Du Intelligenzbolzen. Das war's. Also 3 Siege, ein Priester war jetzt auch dabei und das war 8 Minuten erledigt. So, in 8 Minuten erledigt. Aber wie gesagt, man kann auch verlieren. So ist es nicht. Zum Beispiel ein Krieger. Rüstungsaufbau und so, ne? Ja. Und Dings Fetzig, also Fetzig Leber schafft man auch ohne. Aber da braucht man halt noch eine Zauberkraft mehr. Ja, aber das hätte auch gereicht. Ja. So, im Großen und Ganzen war das ja fantastisch. Also machen wir noch eine Runde. Es kommt nach Silber kam Gold. Nach Gold kommt. Was kommt denn eigentlich? Titan oder was? Muss ich mal noch mal gucken später.
Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Diamant war das vorletzte von Legendary. So, Illidan. Illidan. Saustarkes Geheimnis. Werde ich alles brauchen, werde ich behalten. Illidan. Er wird gleich loslegen. Okay. Den behalte ich mal vorab. Oder soll ich ein Geheimnis ziehen, das nur kostet? Nein, das werde ich für ihn gebrauchen. Du bist dran. Mal gucken, was passiert. Ruf zwei Teufelschwinge. Fantastisch. So, ich warte noch mal eine Runde. Sicher? Ja, also. Warten wir mal. Ziehen wir erstmal ein Geheimnis. Passt. Behalte ich. Null. Ich brauche den Dreier. Aber wenn ich ihn halt brauche, brauche ich ihn. Also, wir haben momentan sehr schöne Kombinationen. Was mir fehlt, ist einfach der Schaden. Der fehlt. Wir haben wirklich null Schaden gerade auf der Hand, aber wir haben genug Karten zum Spielen. So. 4. 1. 1. Dritte Runde. Fantastico. Ja. Will ich aber jetzt noch nicht. Spielen wir mit dem. Du bist dran. Passt. Passt. Okay. Schön. So, wir brauchen auf jeden Fall Karten. Der ist auch stark. Wir spielen diese Karte. Die ist auch saustark. Den werde ich behalten für ihn. Nächste Runde. Na, mal gucken, man kann ja verschiedene Sachen. Also zum Stärken habe ich jetzt noch wirklich sehr viele Karten. Ich sollte, da ich den habe, erstmal sicher spielen wir mal den runter. Ja, trotz allem, ich habe ja hier. Meine Klingen werden singen. Okay. Das ist eine sehr starke Karte seinerseits. Wir ziehen nochmal zwei Karten. Zwillingszauber, hier fehlen einfach die Schadensklassen. Okay. Wenn ich. Zeig mal her, 9. 9, das ist 6, 10. Und fressen will ich die aber nicht, lieber dann nur die 6er hier. Lieber nur die 6 Schaden. Sehr schön. 2, weiter. Oh Mann, der ist so schnell, ey. Okay. Passt. Vielleicht noch eine verpasst. 6, 5, eine Runde habe ich. Hier ist mein erster Schaden. So. Hier ist mein erster Schaden. Fakt ist aber, dass wir bei 7 sind. Und bei 7... Später kann ich nur den spielen. Friert einen ein. So, das heißt, lass mal überlegen, wenn ich die zwei spiele, zack, zack, zack. 5. Wie reiße ich das um? Wir könnten, der macht ja sowieso, ne? Ich könnte aber auch abräumen. Meinst du? 4. Ja, das will ich noch nicht. Wir haben hier 9. 2, leider kriege ich dann nur 2 hier. Weil bei 8 reicht mir das nicht. So,
So ist es halt dann. Das reicht mir zwar nicht. Aber ich bin trotzdem mal den. Und ich bin der Meinung, na komm, den. Passt schon. So. Dank. Meinst du? Ich müsste noch eine Runde überleben. Okay, das ist natürlich jetzt wahre Macht. Neun. Ist das nur möglich? Acht. Soll ich? Das wäre. Ich frage mich, ob. Fünf. Null. Friert ein. Zwei. Das reicht mir nicht. Jetzt tun wir es herausfordern. Zu spät. Das hat nicht gereicht. Schade drum. Also jetzt wäre Eisblock noch toll gewesen. Eisblock wäre schön gewesen. Oder hier wieder. Was euch erwartet. Zwei. Das wird mir nicht mehr reichen. Dann machen wir nicht lang rum. Die Runde geht an dich. Ah, Eisblöcksche. Gut, das war der erste Los. Wie gesagt, ja, kann man verlieren eine Runde. Hätte ich jetzt Eisblock gezogen, dann da hätte man doch richtig gut noch hoch den Zauberschaden hochbekommen. So, was haben wir denn? Gegen Gul'dan. Hi Gul'di. Eure Seele wird mir gehören. Ihr habt es so gewollt. So. Keine Ziehkarten. So. Und keine Geschosse wäre auch nicht leicht. Lass mir mal. Passt schon. Eisblock. Ja, dich hätte ich gebraucht auch, um die Diener auf dem Feld wenigstens fertig zu machen. Ne? So. Gut. Ja, wir haben auch eine Kombination. Das sind 7 Leben. Ich habe 2 Eisblöcke. Schade, ich hätte gerne noch einen auf der Hand. Okay. Für den Fall, mein Guter. Reicht der hier vollkommen aus. Du bist dran. Der Rudi Jedi. Der Jedi, der Druide. Der zum Hexenmeister wurde. Okay. Oh, interessant. Okay. Kein Problem. Mein erster Schaden. 2-2. Ja. Das nur das, wenn er sich immun macht. Mit dem. Wie heißt er nochmal? Mit dem Dämon. Auf den Fall. Ich spiel mir den. Finde ich schön. Und? Und? Das sind schöne Blätter. Das ist ein schöner Tisch. So viele Boink. Der überlegt aber lange. Oder er ist gerade nicht am Rechner. So, also. Wir haben Unheilsverkünder. Wir haben hier Friert ein. Also mir wäre es recht, wenn er noch was spielen würde. Der hat jetzt hier 7 Karten. Okay. Die 2. Passt. Nächste Runde.
Interessant. Oh oh, da wird es sich jetzt gleich ärgern. Ich kann auch den so spielen. Das machen wir schon. Findest du? Guck mal hier. So, hier. Ach, du bist aber lieb. Also zaubertechnisch haben wir jetzt, vielleicht hat er es ja selber auf der Hand, zaubertechnisch habe ich einen Zauber, zwei, drei, Eisblock kommt als nächstes, Eisblock und Unheilsverkünder. Und beschwert einen zufälligen Dämon. Ah, das ist aber nett. Muss man überlegen, könnte ich das nochmal machen? Ja, das ist sehr schön, ich weiß. Das muss man überlegen. Was habe ich denn hier? Der ist auch nicht schlecht, oder der? Die sterben jetzt alle. Der kommt als nächstes dann dran mit zwei Zauber hier. Ist ja genug da. Sieben, neun, drei, zwei. Der ist schon mal weg. Aber die kann er wieder aufrufen. So, wir haben natürlich hier die Meisterdorlanden schon auf der Hand. Und noch aber kein Schade, wo ich auf den Charakter bekomme. Weil der muss ja erstmal eingefroren werden. Also tun wir uns einen Gefallen und ziehen dann hier ein Geheimnis mal raus. Drei Heilung, sechs Schaden. Sechs Heilung. Vernichtet einen Diener, halte schon sechs. So, was ist denn los? Warum überlegt er so lange? Ja, ich sehe es gerade. Acht. Acht, zwei, fünf. Passt. Aber erstmal ziehen wir ein Geheimnis. Hm, interessant. Auch interessant. Okay, da kann ich es mir noch aussuchen, ja. Das heißt, wenn ich den spiele, der hat hier neun Karten. Ich spiele mal den. Ja, richtig. Okay, das hat sich wohl erledigt. Dann spiele ich mal den runter. 8, 9. Schaden habe ich immer noch keins, wo ich auf den krieg. Unheilsverkünder hat noch ein bisschen Zeit. Den werde ich zum Stärken brauchen. Und auch meine Karten, die günstiger machen. Die sind immer noch nicht da. Also das heißt, Lanze, Froststahl, Frostblitz fehlt mir. Oh, das ist wohl einer, der gerne redet. Danke. Danke. Okay. Ach Gott, was er auf der Hand behalten hatte. Okay. Jetzt du. Ich meine, ich habe ja einen. Ich brauche noch unbedingt hier. Ist du's? Jawohl, einer, wo schon mal einfriert. Das ist schon mal sehr gut. Ja, der juckt mich eigentlich jetzt nicht so. Ich bin mal den. Halt. Warum eigentlich? So viel entfernt bin ich jetzt von meiner Karte nicht, ja? Ich spiele ihn mal. Vielleicht kann er den ja eintricksen. Wie viel haben wir? Neun.
Nein. Es ist immer noch zu wenig Schaden auf der anderen, weil ich mit denen schon was reisen kann, wenn ich die auch hinauszöger. Zweimal. Okay, warten wir es ab noch. Komm. Eisblock ist noch da. Der geht auch schon. Okay, drei Rüstung. Komm, Zauberlehrling. Zack, zack, der erhöht sich auch. Okay, wir ziehen das nochmal ein bisschen raus. Zauberschaden. Ich brauche noch einen Zauberschaden. Okay, der ist auch gut. Ein Zauberlehrling fehlt mir immer noch. Und Schaden fehlt. Ich meine, ihn hätte ich ja. Um ihn dann als allerletztes zu haben. Dann hätte ich ihn noch und ihn habe ich auch noch. Aber Zauberlehrling wäre mir trotzdem jetzt wirklich am liebsten. Den mit stärke ich um 2, damit um 3. Damit um 4, 5. Mal gucken. 10, 17, come on. Frostblitz. Ja. Aber am liebsten wäre mir Eislanzer. Okay, 3. 3. Okay, wir haben hier noch was bekommen. So, wir haben 10 Mana. Aber ich muss aufpassen. Das heißt, 5 wären übrig. Der kostet 2. Der kostet 0 und der kostet 1. Was soll ich nur tun? Der kostet 1. Der kostet 1. Das bleiben 5 übrig, 5. Also hier 1. Ich frage mich. 2, 3, 4, 5. Reicht mir noch nicht. Soll ich Schaden essen? Ein Zwickade. Ich könnte den rausspielen, aber das will ich noch nicht. Zauberlehrling wäre klasse, ey. Wir haben noch eine Frostnova drin. Frostrange. Komm, lassen wir. Auf die 3 Schaden, was ich jetzt drauf ankomme. Das war mir klar. Kein Thema. Okay. Frostnova ist wirklich verdammt stark. Brauche ich aber immer noch nicht. Wir warten hier immer noch auf die Karte, die ich brauche. Zauberlehrling oder Dings Imperial Taurus haben wir auch nicht schlecht. Rekrutiert 2 Diener. 9. Nochmal das. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ist die Chance. Eisland bin ich noch recht, aber lass mal rechnen jetzt. Mit ihm 1,
2, 3, 4, 5, 6. Reicht mir nicht. Sis, okay. Halt mal. So okay ist das gar nicht. Okay. Okay, gib mir ab. Puh, so, also Ansturm kann er 1 spielen. Ich warte jetzt mal ab. Damit macht er mich jetzt fertig. Acht. Das müsst ihr jetzt noch platt machen. 2 Runden kann ich noch aushalten, wenn er nichts hat gegen Geheimnisse. Ich frage mich, ob. Und? Jawohl, ein Zauberlehrling. So, ein Zauberlehrling. Kostet 1, kostet 1. Die kosten alle 0. Wie viel Zauberschaden habe ich auf ihn? Was soll ich tun? Nur 4. 3, 1, 5, 6. Auf der anderen Seite habe ich 10 Karten auf der Hand. Und den kriege ich den so weit hoch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Sechsmal, sechsmal, siebenmal. Siebenmal, siebenmal. 7-mal. Dann kommst du. Das ist grausam. Ich bin mal den jetzt. Ach, einen hätte ich noch machen sollen. So, jetzt ist er dran. Und weg, dann bin ich hinüber. So, dann musste ich spielen. Heilung? Heilung? Ja, da ist einfach er und er war zu wenig. Der dritte fehlt mir. Taurasan. Er bedankt sich bei mir. Warum? Du weißt nicht, was ich spiele? Bei dir ist Enzert noch auf der Hand. Nochmal Lebensentzug. So. Das hilft mir jetzt. Das ist perfekt jetzt. Kleine Demonstration gefällig. Eines jawohl, gegen Hexenmeister. Mit Geduld, mit Geduld. Merci beaucoup.
Ja, ich habe die Murlocs nicht dabei, um dir die Karten kaputt zu machen. Das passiert halt. Ich muss so schnell wie möglich an meine Karten ran. Ja, aber das ist halt ein zusätzlicher Effekt. Ja? So, habt ihr es 80% bis jetzt? Und wir probieren mal weiter. Ich glaube, ich wollte mal was gucken. Ich habe es komplett vergessen. Verlass den Augen verloren. Ach, Tant. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Zurück bitte. Was kommt denn nach Gold nochmal? Platin, genau, Platin. Ich habe Titan gesagt. Platin und dann Diamonds und dann Legend. Ob ich die Zeit habe, Legende wieder zu werden, das ist... Schauen wir mal, wie viele des Monats haben wir schon? Den 13. Den 13. Okay, aber... Wir nehmen noch ein Pack mit, hoffe ich doch. Also nochmal. Nächste Runde. Eins, zwei. Also bis jetzt 4 Siege, einmal verloren. Aber gegen Dämonjäger ist das auch machbar. Dann einfach nur die passenden Karten nicht gehabt. Einmal Unheilsverkünder und Tyrande wieder. Tyrande, macht ihr das was aus? Nein, macht ihr das? Das brauche ich. Und den behalte ich mal auf der Hand. Das ist mein Schadensklasse. Priester, einmal Nervensäger. Ja, den spiele ich jetzt so schnell nicht aus. Ja, war klar. Achtung, Achtung. Okay, das wundert mich jetzt. Nicht vorbei. Hm. Ich verstehe. Den will er stärken. Ich habe eine Kombination auf der Hand. Behalte den Kollegen. Okay, das passt mir auch gut. Ja, momentan machen wir das mal so. Ja, nächste Runde haben wir die Kombination. Könnte jetzt auch stark spielen, aber dann hätte es. Das ist interessant. Ja. Das wird aber interessant, wirklich. Eins. Ich behalte den trotzdem, aber der hat ja bestimmt irgendwo, wo er 2 Schaden macht. Und den killen kann, ne? Auf der anderen Seite und auf der anderen Seite. Ja, ihn und ihn. Den könnte ich, den fresse ich nochmal. Wenn ich den spiele. Ich muss an meine Karten ran. Ja, den kann ich nicht. Wenn ich den spiele, lenke ich ihn nur ab. Aber ich würde gerne die weg haben. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Nächste kommen die 2. Mal gucken. Aber wenn er es hat, hat er es halt, ne? Wenn nicht, dann ein Diener. So also ein Hexenmeisterkarte, wo man gleich übergibt, wäre auch nicht schlecht. Das wird, glaube ich, jetzt, weil der den stärken kann, nicht leicht. Und jetzt muss ich davon ausgehen, dass er die Zauberkarte hat. Tötet einen. Interessant. Das ist wirklich nicht übel. So, wir haben 3 Schaden. Den könnte ich noch wegmachen, will ich aber nicht. Wir probieren mal das da. Und hast du es auf der Hand, den Zauber, der nötig ist, um ihn zu killen. Ja, nee, den gebe ich nicht her. Den gebe ich nicht her. Die 2 könnte man hergeben, ist kein Problem, da ich ja D habe.
Mit denen kann man auch jemanden aufhalten, ich weiß es nicht, ne? Aber das sind halt vier plus. Und noch habe ich meine Karte nicht. Ja, das ist der erste Heilung. Das ist nett. Der hat die nicht auf der Hand gehabt, aber die will ich jetzt wieder nicht ausspielen hier, ne? Haben wir noch Zeit? Sieben. Zauber haben wir auch, also wir könnten 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal stärken. Wenn ich den spiele so früh, lass mal überlegen, er hat es nicht gehabt. Ich denke mal auch, dass er nicht. Naja, bei 6 wird er doch ein bisschen was spielen, oder? Zeigen wir. Vertrauen wir auch unserem Eisblock jetzt. Na, willst du nicht hier irgendwas? Habe ich doch gewusst, dass du die Karte spielst. Ja. Setz Leben gleich, das war jetzt der zweite, ne? 3, 2, 1. Hast du das? Brauche ich, suche. Der ist auch sau stark. Reicht es mir? Komm. Passt. Kann ich immer noch spielen. Oder einen davon benutzen, da er ja da ist. So, Frosttrank haben wir. Wir haben hier Froststrahl. Wir haben hier zweimal Einschaden. Und den. Okay, was ist denn das? Ah, interessant. Das ist schön. Nochmal er. Oh, der ist aber saustark. Findest du? Finde ich, ja. Den hat er ja schon zweimal angepasst, ne? So, was hält schon davon jetzt? Das sollte reichen, also 9, 6, 8, 1. Die sterben alle. Die nehme ich auch mal. Was ist? Bist du mutig? Oder denkst du nach? Irgendwas hast du doch, wo du sterben kannst. Habe ich doch gedacht. Das passt mir sehr gut, dass es der ist. Und die sind jetzt alle weg. Genial. Ja, passiert. Kopiert eine Karte. Was hast du? Noch habe ich nichts auf meiner Hand. So, ja, nun als Verkünder kommt jetzt als nächstes wieder rein. Okay. Sau stark. Noch besser. Könnte ich immer noch behalten. Verbrauche ich halt die zwei. Weil noch habe ich ja die wichtigste Karte nicht auf der Hand. Wie viel habe ich noch im Deck? 13. Und der hat auch 13 im Deck. Willst du die rauswerden? Nein, will ich nicht. Zack, zack. 2. 4. Den behalte ich. Hier, du kannst dich noch mal heilen. Ja, Obelisk.
schon, komm schon. Und verleiht einem und ruft zwei Kopien. Das ist aber nett. Sehr nett. Nochmal Heilung. Okay, dann behalte mal. Den behalte mal und die zwei mal. Frier ein, wenn es dumm leuchtet. Okay, Zauberlehrling. Wie viel haben wir? 9. 9. Ich muss auf dich. Warum ist der jetzt noch eingefroren? Normalerweise. Die, wo er anpassen kann, hat er schon rausgeschmissen. Das macht ja nichts. Hauptsache, er macht seine Aufgabe. Wenn er schlau ist, vernichtet er einen davon. Und davon die zwei bleiben. Hm, ist Hupsky gesprungen. Come on. Für die Mosari habe ich alles da. Jetzt kann er ja hier auffüllen. Nein, kann er nicht. Sonst sterben die ja. Also halt er sich. Kommt nächste Runde bestimmt. Komm, Baby. Welcher wird's? Okay, wie viele Karten habe ich? 9. Dann spielen wir das nochmal. Muss einen loswerden. Der ist saustark. Welchen werden wir los? Den. Ja, er macht uns das Feld voll damit mit deiner 1er. Finde ich so sicher? Bin ich. 9. Ist einfach zu wenig. Frostblitz und Eislanze. Und zu wenig und außerdem fällt immer noch Mosaki. Nochmal der. Okay. Okay. Alles gut, alles gut. Alles gut, den behalte ich. Den behalte ich und wenn der mal aktiviert wird, wäre es gut. Kriegt sich schon wieder 3 Karten. Was machen der da eigentlich? Was haben wir denn? Wir haben keine Geheimnisse mehr. Haben wir nicht. Ich will aber dich nochmal haben. 2. Das war nicht. Mal mehr sehen. War nicht. Shit. 8. Das war mir doch klar, dass er die ruft, ne? Aber das ist ja der Hammer. Okay. Das ist der Schaden reicht nicht. Ja, auch nicht. Nee, das lasse ich. Ich habe 2 Runden noch gerade zu ziehen. Müssen wir den spielen? 10. Okay. Machen wir so. So. Mal gucken, das ist ganz schön viel Holz hier, was der da hat. 15. Oh, nur noch 6 Karten.
Das ist echt der Hammer. Gift kann ich als Ziffern Zauber. Lebensentzug, okay. Eislanze fehlt mir auch. Mir fehlt einfach meine Karte. Meisterin fehlt. 7. Und? Todröschern ruft 2 Stück. Wunderbar. Wenn er Weihe hat. Nummer? Ne, die haben. Okay, ich hab alles, habe ich dann. Nur eins fehlt mir noch, ey. Wirklich. Ich will die Weihe herausfordern. Mann, Mann, Mann. Vielleicht war es doch verkehrt. Doch, den, aber dann hätte ich die Karte immer noch. Mann, Mann, Mann. Zauberlehrling haben wir noch einmal drin. Vielleicht sollte ich mir noch mehr können. Naja, aber mit was verteidige ich mich dann? Schauen wir mal. Ja. Na klar, hätte ich auch heilen können. Also den Taurisan. Eigentlich zieh eine Karte, die 5 kostet oder so. Muss mal gucken, ob es sowas gibt. Ach ja. Zieht eine niedrigste Karte, ja. Und? Nochmal ihn. Okay. Also dann. Hat der Weihe? Ich weiß gar nicht, ob der Weihe hat. Shit, 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 immer noch nicht. Da ist sie. Da ist sie. 3. 3. Die gehen nochmal runter. Da ist sie. Kleine Demonstration gefällig. Wenn ich den spiele, kriege ich nur noch einen davon los. Wie hoch kann ich die pushen? Ist die Frage. Wie hoch kann ich die pushen? Der muss auf jeden Fall da drauf. Ja. Mal gucken. 3. Einen von dir brauche ich auf jeden Fall, ja. Das heißt. Leider Gottes wird es mir nicht reichen. Das wird mir nicht reichen. Das wird mir nicht reichen. Schade. Einen hätte man noch gebraucht. Eine. Ein Schaden. Ja, das. Ja, einen hätte man noch gebraucht, ja. Verdammt. Mal gucken, ob er auf meinen Schaden einspringt oder nicht. Oh, tatsächlich. Neun Schaden. Dann hätte er doch. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass er hier drauf geht. Ja, er übernimmt die Kontrolle. Okay. Das ist super, das Spiel. Habe ich aber Glück gehabt. Ja, die diebische Priester. Jetzt kommt er. Ja. Will man sagen. Gut gespielt. Da ist er nämlich. Mir hat nur der Mana gefehlt. Aufgeben. Schade, ey. Eine Eislanze hätte ich jetzt noch gebraucht, ja. Ja, hat gefehlt. Ist aber so. Aber wie viele Karten habe ich denn da gezogen? Also ich denke mal, wenn wir uns das mal aufbehalten hier. Ja, kein Problem. Also wenn ich einen behalte hätte. Oder so ist gleich von Anfang an super, die 2. Taurasan. Na, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie gleich auf der Hand. Jada gegen Jada.
Oh, zweimal Jaina, das könnte aber anstrengend werden. Okay, das ist natürlich fantastisch. Zack, zack. Bestätigen. Also, wir haben dann zwei Karten, 26 zu 2. Um Eislock. Okay, dankeschön. Hallo. Eisblock haben wir bekommen. Hi. Den behalten wir mal. Mal gucken, was das für einer ist. Ein Schaden auf mich. Damit kann ich leben. Hallo, hallo. Also. Genug Ziehkarten haben wir. Das nächste. Interessant, interessant. Gut. Spiele ich mal den. Du bist dran. Ich habe 7. Er hat 6. Erblick die Instrumente der Schöpfung. Wir könnten ihn auch schämen. Dankeschön, damit hast du mir jetzt sehr geholfen. 9, 10. Hm. Mhm. Fantastisch. Mit beide 10. Willst du den spielen oder ne? Den behalte ich mal. Meine Hand ist zu voll. Okay, dafür habe ich gesagt, mir wäre eine andere Karte lieber gewesen für ihn. Da ist er noch. Wir haben hier ihn für die nächste Runde. Mal gucken. Was soll ich nur tun? Eisblock mit 0. Wäre interessant. Wollen wir auch Karten ziehen oder was? Ich habe meine Wunschkarte auf der Hand. Das einzige, was mir fehlt, ist Zauberlehrling. Schaden habe ich auch genug auf der Hand. Aber einer fehlt noch. Okay. Interessant. Dann sei gefährlich. Mhm. Der Hitzkopf. Irgendwas muss ich doch noch spielen. Ein Schaden. Okay. 9. Mal gucken, was ich mache. Okay, dann machen wir 1. Wir spielen mal das. Dann spiele ich hier das. Passt schon. 8. 8, 8, 8, 8. Also zweimal Frutzblitz. Das. Die nächste Runde kann ich den spielen. Der kann ruhig ziehen. 16. Was soll ich nur tun? Okay. Ehrlich? Du verzichtest auf diese Karte. 8. 10, 2. Eisblock habe ich gezogen. Also kann ich da nichts mehr ziehen. Das stimmt. Ich frage mich.
Meine Hand ist zu voll. Du bist auch schon stark. Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Meine Hand ist zu voll. 14. Das ich habe kein Zauberlally, aber ich habe jetzt wirklich hier Karte ziehen, hier Karte ziehen. 12, 13. Was verliert denn der? Ist doch kein Geheimnis dabei. Irgendein Geheimnis muss er haben. Erzählen wir ja nichts. Okay, das war ja Lord. Ein Schaden. Okay. Zwillingszauber habe ich auch auf der Hand. Gut. Ich würde gerne noch eine Karte ziehen, wenn ich ehrlich bin, solange der überlebt. Der ist das, was ich brauchte. Bräuchte. So, das heißt, ich habe 9. Du bist dran. Das Einzige, was mir fehlt, ist Zauberlehrling. Okay, das wird jetzt hart. Das ist sau stark. Noch nix. Ich habe alles auf der Hand, was ich brauche. Kommt, tanzt zu meiner Melodie. Bis jetzt habe ich doch doppelt Karte, war das. Achtung, wenn das ein Froschen ist. Müssen wir mal gucken, was es ist. Ob die ein Froschen haben, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite hat er 15 Leben, ne? Stimmt. Kleine Demonstration gefällig. Nein! Gut gespielt. Ich hab nochmal Shit. Wir wollten auch den spielen. Ja. Aber okay, die zwei sind auch Schaden. Oder der. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ich bin brandgefährlich. Ich diene dem Feuerfürst. Ich diene dem Feuerfürsten. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie...
Shit, ey, den einen Schaden wollte ich ihm noch machen, um den auszulösen. Okay, passt. Brauche ich nicht mal ausgeben. Brauche ich nicht. Ja, den hätte ich schon vorher tickern können. Habe ich eine Runde. Meine Tochter, die Rede. Versprochen. Das lohnt sich wirklich nicht mehr, einen Rechner selber zusammenzubauen. Ja, danke. Ich will ihm das zeigen damit. Ja, das ist halt bei deiner Feuerfürste ist es halt so, dass man die, sag mal, dass die halt verteilt, ja, und wenn so ein Priester mit dem Diener vernichten kann, ja. Oder irgendjemand, wenn vernichtet sich heilen kann, wie mit einer Spottkarte, wo 6 kostet, ist ja schon ein Ding. So, aber so im Großen Ganze ist das 71% Rebate jetzt gewesen mit den einfachen Karten. Also viele Legendäre waren jetzt nicht dabei. Ja, wir haben 2 Spiele verloren insgesamt. Einmal gegen ein Dämonjäger verloren, einmal gegen Priester, aber das ist alles im machbaren Bereich. So. Ja, kann man sich angucken, das ist ja kein Ding, jetzt habe ich es ein bisschen vergrößert. So, in dem Sinne, habt ihr mal gesehen, wie das so gespielt wird, das Deck, das ich erstellt habe. Ihr könnt auch rumexperimentieren, ist ja auch kein Thema. Man kann die eine oder die andere Karte mitnehmen, aber lieber verliere ich einmal, aber will lieber die Kombination dann hinbekommen, ja. Und es gibt genug Karten, die man noch mitnehmen könnte, wenn man die eine oder andere Karte nicht hat, ja. Aber der Unheilsverkünder und wirklich alle Karten, die einfach den Gegner stoppen, um Schaden zu machen, und die Eisblockfalle, die ist sehr wichtig. Ja, Eisblock ist wirklich sehr wichtige Karte. So, im Großen und Ganzen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Über einen Daumen hoch und über ein Abonnement werde ich mich sehr freuen. Ich warte noch drauf. Naja, okay. Werde ich mich echt drüber freuen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer White Raven.